Hallo, hier ist wieder der Matthias von cyberblock.de und ich habe hier, wie angekündigt, den Asus N61. Hier das Modell JQ. Ein 16 Zoll Notebook, das ich mal auspacken werde. Habe ich wieder von Cyberpark bekommen als Testgerät. Ja, 16 Zoll. Intel i7 Core. 500 GB Festplatte. Eine ATI Radeon 5730 Grafikkarte und vor allen Dingen ein paar nette Anschlüsse, ESATA Anschluss, ExpressCard Anschluss und vor allen Dingen USB 3.0 Anschluss. Das Ganze kostet aktuell im aktuellen Katalog 999 Euro, im Shop ist er gelistet für 1049 und am 1.4. lieferbar. Dann schauen wir uns den Boliden mal an, hier kommt als erstes eine Netzkabel entgegen. Okay. Ein wenig Papier, RMA-Nummeranforderung und Garantiekarte. Mehr Papier. Das ist nochmal Garantiehandbuch, eine Trageschlaufe. Ich weiß noch nicht, wofür die ist. Schauen wir mal. Ein wenig Software, Power to Go, Cyberlink, Asus Windows 7 Recovery CD. Und eine Treiber-CD. Dann haben wir nochmal ein ExpressGate-Manual. Das ist ein kleines Linux-System, das man statt dem installierten Windows starten kann, um mal schnell zu surfen, ein bisschen Musik zu hören oder sowas. Boliden mal auspacken. Da ist noch mehr Zubehör drin. Das kommt uns hier entgegen. Okay. Nochmal der Akku. So, ein paar Hinweise noch drauf. Der Akku hat 10,8 Volt, 4400 mAh, 48 Wattstunden. Ist nicht so groß. Mal schauen, wie lange das denn damit aushält. Da scheint leer zu sein. Da ist noch was drin. Ein dickes Netzteil. Relativ üblich für ein vollwertiges Notebook. Ich habe bisher hauptsächlich Netbooks getestet. Die haben immer ein bisschen kleinere Sachen. 1,5 Ampere, 19 Volt, 4,74 Ampere, auch ganz Leistung. Da kommen wir eigentlich mal zum Notebook. Wie gesagt, 16 Zoll ist ein bisschen ungewöhnliche Größe. Hat eine 16:10 Auflösung und ein glänzendes Display, habe ich mir sagen lassen. Allerdings sind für die gebotenen Inhalte 1000 Euro jetzt auch nicht gerade zu viel. So, oder ich sage. Ganz schöner Koffer, aber auch ein glänzendes, leicht glänzende Oberfläche. Vielleicht sieht man es auch, es ist eine gewisse Struktur noch in der Oberfläche, die man hauptsächlich sieht, wenn man es gegen die Sonne hält. Die Sonne ist ja jetzt gerade da. Da gehe ich nochmal von der Unterseite. Da ist hier eine große Serviceklappe und hier eine etwas kleinere Serviceklappe. Das gucke ich mir gleich nochmal an. Ja, das sieht aber ganz interessant aus. Der Asus N61 von unten. Die beiden Klappen geöffnet. Hier einerseits war nur die Festplatte drin, das ist jetzt nichts Besonderes. Und hier ist ein bisschen interessanter, hat man halt die Lüftungsabteilung mit der Hitzeabführung. Hier 2x2 GB Arbeitsspeicher. Und das wird die WLAN-Karte sein, die da eingebaut ist. Ja, Aufrüstmöglichkeiten sehe ich jetzt allerdings keine. Also viel zu fummeln ist da nicht. Okay, dann kommen wir mal zu den Anschlüssen. Mal schauen, ob man die auch sieht im Video. Hinten natürlich der Kensington-Lock, also das Schloss, um es vor Diebstahl zu sichern. Daneben der Netzanschluss. Als nächstes hier die Lüftungsschlitze, dann VGA-Anschluss. Hier ist der Internetanschluss, der kann auch Gigabit. Hier haben wir einen HDMI-Ausgang, um einen Fernseher anzuschließen, modern. Hier ist Express. Card, Slot, zum Beispiel für UMTS-Modem. Hier ganz vorne befindet sich der USB 3.0 Anschluss und hier nochmal ein Schalter, ein Hardware-Schalter für WLAN. Dann haben wir auf der Vorderseite nur den SD-Karten-Slot mit Quick-Spring-Funktion. Und auf der rechten Seite
Vorne zweimal Audio, erst Kopfhörer, dann Mikrofon. Dann USB 2.0 Anschluss. Hier ist der ESATA Anschluss, wo man Festplatten anschließen kann. Das ist ein Double Layer DVD Brenner eingebaut. Und hier hinten nochmal USB 2.0 Anschluss. Ganz am Ende ist noch die Möglichkeit vorgesehen, einen TV Anschluss einzubauen. Das ist aber hier noch nicht eingebaut. So, dann schauen wir. Schöne große Tastatur mit Abstand, also so ein Chiclet-Style. Großes Multitouch-Touchpad, wird hier auch alles nochmal beworben, mit einer Wippe. Hört sich okay an. Die Tastatur biegt sich ziemlich durch. Schauen wir mal, wie man drauf schreiben kann. So, dann der wahrscheinlich für viele Kunden größte Nachteil, der glänzende Bildschirm, Glossy Display. Ist immer wieder unbeliebt, weil man halt im Sommer damit nicht vernünftig. Hier ist nochmal ganz interessant wettbeworben der SAS Sound. Das ist, glaube ich, eine Dolby-Technologie. Und dass Boxen drin sind von Altec Lansing. Das ist eigentlich, glaube ich, eine Boxenfirma mit einem recht guten Namen. Gucken, ob sie denn auch sich gut anhören. So sie halt hören und nicht gucken. Hier oben haben wir nochmal, da sieht man es, einige Zusatztasten für Media Player Wiedergabe. Also Sound an, aus, laut, leise, Start, Stopp, Pause. Und noch eine andere Funktion. Ich denke mal, es wird der Ruhezustand. Okay, soweit erstmal zum Asus N61. Ich teste den mal, vor allen Dingen halt auch im Hinblick auf die USB 3.0 Geschichte, wie gesagt, mit der dicken Festplatte. Einen kleinen Artikel mache ich natürlich auch zu meinen Eindrücken, wie immer zu finden bei cyberblog.de. Tschüss, danke, der Matthias.